Herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für diese Veranstaltung. Wie gelingt digitales Lernen? Serious Games in der Bildungsarbeit. Und ich darf euch auch im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg ganz herzlich begrüßen. Wir sind die politische Stiftung, die den Grünen nahesteht, aber wir arbeiten unabhängig. Genau, ich stelle mich noch kurz vor. Ich bin Julia Ott. Ich bin seit Februar Praktikantin bei der Böll-Stiftung Baden-Württemberg in Stuttgart für ein halbes Jahr. Und diese Veranstaltung heute ist mein Praktikumsprojekt. Und als ich im Februar angefangen habe, da war mir noch nicht klar, wie präsent das Thema digitale Bildung bis jetzt zum Sommer werden würde. Ich glaube, das hat niemand von uns so erwartet. Und relevant war das Thema natürlich vorher auch schon. Digitale Formate im Unterricht sind ja nicht erst seit der Pandemie im Kommen. Und wir im Böll-Stiftungsverbund beschäftigen uns auch schon länger damit, vor allem wie man eben politische Inhalte über Spiele vermitteln kann. Und wir haben seit Anfang des Jahres auch ein eigenes digitales Spiel, das speziell für den Unterricht entwickelt wurde. Ein Leben heißt es. Davon werden wir später aber auch noch mehr hören. Und zusammen auch mit den anderen Formaten, die uns unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner heute noch vorstellen werden. Und ich will thematisch jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen und möchte deswegen die Moderatorin des Abends vorstellen. Das ist die Josephine Hoberg. Und sie ist Lehramtsstudentin für die Fächer Deutsch und Geschichte und in ihrer Freizeit auch passionierte Videospielerin. Und sie beschäftigt sich im Rahmen ihres Studiums auch mit dem Einsatz von Videospielen im Unterricht, zum Beispiel mit dem Projekt Histogames, bei dem werden Videospiele wie beispielsweise Assassin's Creed im Geschichtsunterricht erprobt. Genau. Und bevor ich jetzt an Sie übergebe, ganz kurz noch der Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es die Fragen- und Antwortfunktion. Die müssten rechts unten auf dem Bildschirm zu sehen sein. Da sehen dann jeweils nur wir, die mit Video dabei sind, die Fragen. Oder es gibt die Möglichkeit über den Chat. Da könnt ihr auch entscheiden, ob ihr es nur für uns praktisch die Fragen stellt oder ob die dann für alle, die zuschauen, sichtbar sein sollen. Genau. Und die Fragen bauen wir dann entweder ins Gespräch ein, je nachdem, wie sie thematisch passen, oder wir haben dann am Ende nochmal die Möglichkeit für eine Fragenrunde. Genau, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und Josephine, damit würde ich an dich übergeben. Dankeschön. Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite hier bei unserer Online-Veranstaltung. Genau, mit dabei sind heute eine Reihe ganz vieler toller und spannender Gäste, die ich als erstes ganz gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen möchte. Ich freue mich, dass einmal Frau Dr. Massler und Herr Professor Jürgel jeweils von der Pädagogischen Hochschule Weingarten und von der Hochschule Rhein-Waal in Baden-Württemberg heute mit dabei sind bei uns. Vielleicht wollen Sie einmal ganz kurz Hallo sagen. Hallo. Ja, hallo. Genau, und beide forschen eben zu dem Thema Leseflüssigkeit und mediengestütztes Lesetraining. Das Projekt nennt sich Gamelet. Da werden wir später noch einiges zu erfahren. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr heute hier mitteilen könnt und was wir so zum Thema Digitalisierung erfahren. Genau. Außerdem möchte ich einmal Herrn Schwetz und Herrn Geithner von der Firma Playing History aus Berlin mit begrüßen. Hallo, schönen guten Hallo. Abend. Genau. Playing History erstellt Spiele mit historischen und politischen Inhalten, also sowohl digitale als auch analoge Serious Games. Genau. Und ihr arbeitet dabei ja mit Museen zusammen und habt auch Inhalte, die für den Schulunterricht sehr relevant sind. Da freue ich mich drauf, wenn wir da nachher später noch mehr erfahren können. Genau, mit den Gästen an Bord möchte ich Sie heute ganz gerne durch den Abend begleiten. Und bevor wir jetzt uns so ein bisschen auf die Herausforderungen konzentrieren, die Digitalisierung so mit sich bringt, möchte ich zuerst noch mal ein, zwei Begriffe auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorher ja aufgreifen und noch mal die Bedeutung so ein bisschen erklären und verdeutlichen, weil man doch irgendwie in diesem Feld sehr überschwemmt wird mit Begriffen, wo man auch oft das Gefühl hat, ah, was ist das? Bedeutet das überhaupt dasselbe? Was benutze ich gerade für einen Begriff?
Und ich mache da einmal ganz kurz den Anfang mit dem Begriff Edutainment und würde dann ganz gerne an die Gäste auch übergeben mit ein, zwei Begriffen. Genau. Edutainment deswegen, weil das ein schon sehr alter Begriff ist, den vielleicht auch einige aus dem Publikum schon kennen. Das ist eben zusammengesetzt aus Education und Entertainment, was sehr viel umfasst, was ja den Bereich Digitalisierung in der Schule irgendwie betrifft. Ist so ein bisschen auch aus den 80ern, 90ern und Fernsehen so rübergeschwappt dann auf Spiele. Also das sind eben, waren früher auch ganz oft ja, Sendungen, die für Kinder gemacht waren, wo einfach Wissen vermittelt wurde und genau dann als quasi Bildung und Videospiele so ein bisschen zueinander gefunden haben, ist der Begriff eben mitgekommen. Genau, das heißt, da sollte einfach der Computer als Motivationsquelle erstmal nur dienen, einfach weil man gedacht hat, ja super, da sind Computerspiele, das motiviert Kinder bestimmt. Also ist der Kern da im Prinzip einfach auf unterhaltsame Weise zu motivieren und gleichzeitig aber Lerninhalte zu vermitteln. Das ist erstmal auch ziemlich positiver Kern. Das Problem, was sich da vor allen Dingen am Anfang ergeben hat, ist eben, dass die digitale Form so ein bisschen als Selbstzweck gedient hat und deswegen stelle ich den Begriff auch so ein bisschen an den Anfang, weil sich da eben noch andere Begriffe daraus ergeben haben. Game-based Learning ist ein Begriff, Serious Games ist ein Begriff. Das heißt, da gab es einfach Veränderungen und andere Herangehensweisen, außer dieses, wir benutzen jetzt ein Spiel, weil das motiviert, so als Selbstzweck, genau. Ja, als zweiten Begriff kann man, glaube ich, Game-Based Learning so ein bisschen in den Fokus nehmen. Da würde ich gerne Frau Massler und Herrn Jürge so ein bisschen bitten, den Zuschauern vielleicht nochmal so einen Einblick zu geben, was das für sie bedeutet und was der Begriff alles so mit sich bringt. Wer soll anfangen? Ja. Also ich glaube, wir haben in unserem Projekt vermieden, dies genau zu definieren, was es wollte. Es gibt unterschiedliche Definitionen und sind manchmal polemisch und manchmal passen die nicht zueinander. Also wie in unserem Projekt wollten wir vor allem das Ausprobieren und das Rollenspiel und das Storytelling in den Vordergrund stellen und damit unser Ziel erreichen. Das Ziel bei uns ist die Leseflüssigkeitsförderung. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt keine Gegendefinition oder präzise Definition ganz bewusst zu diesen Begriffen versucht. Ja. Frau Massler, haben Sie noch eine Ergänzung dazu? Irgendwas, wenn Sie jetzt Game-Based Learning hören, ist das was quasi, was Sie jetzt aktiv in dem Projekt auch benutzt haben als Konzept? Oder ist das eher so, wie Herr Jürgen gerade sagte, dass Sie da einfach nur ein Konzept benutzt haben, um die Leseflüssigkeit quasi zu fördern, was dann digital stattgefunden hat? Also zu der Leseflüssigkeit würde ich nachher gern ausführlicher was sagen, weil das an sich eben auch schon ein Konstrukt ist und es da konkrete Methoden gibt, sie zu fördern. Mhm. Und unser Anliegen war, diese Methoden motivierender zu gestalten. Ja. Und da kam dieser Game-Aspekt rein oder Gamifizierung kam als Aspekt rein, zum Teil über die Geschichte, über das Narrativ und zum Teil aber auch über Spielmechaniken wie Punktevergabe oder Zielerreichung. Ja? Und zum Teil haben wir ständig auch immer wieder diskutiert, ist es jetzt ein Spiel oder ist es kein Spiel? Ja. Oder hat es nur Spielelemente? Und das daran arbeiten wir immer wieder, ja. Ist das Ganze, ist es schon ein Spiel, weil man ein Rollenspiel zum Beispiel hat? Reicht es schon als Definition eines Spieles? Oder was muss da alles noch dazu? Ja? Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das heißt, würden Sie, oder genau, wir hatten es, glaube ich, auf Du auch geeinigt, würdest du sagen, dass beim Game-Based Learning quasi das Spiel an sich, also wie bei einem Videospiel oder wie bei einem Brettspiel, im Fokus steht oder können da auch andere Formen eine Rolle spielen? Ido, willst du dazu was sagen? Fang du an.
Ich bin nicht sicher, also im Fokus ja das Spiel. Man sollte, glaube ich, bei unserem Ansatz nicht ein klassisches Videospiel, Assassin's Creed oder so etwas vor Augen haben, wo man ein relativ klares Ziel hat und relativ effizient dahin möchte, sondern dass einfach Dinge ausprobieren ist auch eine Form des Spiels. Dass ein anderer Modus kommt. Nicht das Tätige, das Zielgerichtete. Manche nennen das dann das Paratätige. Das heißt, das ist das schon mit Zielen zu tun, aber Dinge auf unterschiedliche Weise ausprobieren. Das spielt bei uns eine große Rolle. Dann spielt es auch eine große Rolle, dieses Rollenspiel. Spielen im Sinne von Rollenspiel, was ist dann andere Art. Natürlich zusammenhängt auch zum Beispiel mit diesem Assassin's Creed. Aber ich spiele eine Rolle wie im Theater. Ein Ja. etwas anderer Schwerpunkt. Was wir auch vermeiden wollten, ist zu viel Wettbewerb. Insofern, ja, Gamification, Game-Based Learning, aber ein bisschen anders, als es häufig gemacht wird. Weil Wettbewerb kann vielleicht den Klassendurchschnitt heben, aber kann auch viele Schüler zurücklassen. Wir haben ein bisschen Wettbewerb, aber ganz sachte und versteckt. Und wer sich nicht dafür interessiert, der kann das auch weglassen. Sondern das Spielerische ist dann mehr im Verfolgen, diese über den Gesamtverlauf eine Spiels bei uns ist mehr das Verfolgen der Geschichte und das Erzielen eines Produkts, das Spielerische produzieren von etwas. Ich glaube, das ist jetzt alles sehr, sehr abstrakt, aber wenn wir konkret gleich hineingucken in dem, was wir gemacht haben, ich glaube, das wird dann ganz klar werden, wo die Unterschiede sind und wo die Gemeinsamkeiten sind. Das denke ich auch, dass wir gleich auf jeden Fall nochmal die Projekte konkret angucken. Genau. Gab es da sonst noch was zu ergänzen? Sonst würde ich, ja. Also wir haben uns auch orientiert inhaltlich daran, dass es eben Studienforschungsergebnisse gibt, die zeigen, wenn ich zu sehr auf diese Gamifizierung, auf die Punkte und Awards und Badges gehe und mein Spiel allein nur davon lebt, ich ultimativ eigentlich da erreiche, dass die intrinsische Motivation der Spieler abnimmt. Das heißt, sie sind nicht mehr an der Sache orientiert, sondern nur noch an den Punkten. Und irgendwann trägt es nicht mehr. Das heißt, ich muss entweder immer noch mehr Badges vergeben, aber irgendwann interessieren die nicht. Und deswegen wollten wir uns gar nicht in diesen Wettlauf der Punkte hineinbegeben, sondern haben dann uns ganz bewusst für diese narrative Orientierung eines Spiels entschieden. Okay. Ja, also merkt man schon bei Ihnen, dass auf jeden Fall Spielaspekte vorhanden sind, aber nicht alles, was man vielleicht so selbst mit Spielen jetzt verbindet, findet sich dann auch bei Ihnen im Projekt wieder. Also das ist nicht eins zu eins ein Spiel umgesetzt. Ganz kurz, bevor wir gleich zu den Projekten an sich kommen, wollte ich einmal noch Herrn Schwertz und Herrn Geithner fragen. Bei eurem Projekt ist mir eben zuerst der Begriff Serious Games auch über den Weg gelaufen und da wollte ich nochmal nachfragen, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, was kann man sich darunter so vorstellen? Was bedeutet Serious Games auch für euch? Sehr gerne versuchen, den Begriff des Serious Games zu erklären. Es ist so, wenn man mal nachliest, wie das Serious Game definiert ist, dann beginnt jeder Text damit, dass es ja wilde Debatten und Streitigkeiten darum gibt, wie bei allen möglichen wissenschaftlichen Fächern, so eben auch in den Game Studies. Ich persönlich sehe das nicht so kritisch und habe eigentlich eine ziemlich klare Definition von Serious Games, wohl wissend, dass die durchaus angefochten werden darf. Und zwar würde ich ein Serious Game so definieren, als dass es sich dabei um ein Spiel handelt, welches mittelbar oder unmittelbar einen bestimmten Zweck verfolgt. Jetzt ist es so, wenn man mal die ja, ludologische Literatur der letzten 200 Jahre anguckt, dann warnen viele vor der Verzweckung des Spiels. Ja, das Spiel muss frei sein und sobald es einem Zweck dient, ist es nicht mehr so ein richtiges Spiel. Und gleichzeitig ist es unser Dogma als diejenigen Personen, die Spiele machen, dass ein Spiel, auch wenn es einem Zweck dienen soll,
sich immer noch nach Spiel anfühlt. Das heißt, wir bewegen uns hier in einer, ja, auf Messerschneide. Ja? Man möchte nicht zu sehr wirken wie ein auf lustig gemachtes Lehrmaterial. Und ja, gleichzeitig will man aber auch nicht zu sehr das Vermittlungsziel unter den Tisch fallen lassen. Ja? Trotzdem ist es unser Paradigma, dass ein Serious Game in jedem Fall auch Vergnügen bereiten muss und die SpielerInnen mitreißen muss, denn nur dann gelingt es überhaupt, das eigentliche Vermittlungsziel zu erreichen. In meiner Definition habe ich unterschieden zwischen mittelbar und unmittelbar. Das ist mir eigentlich relativ wichtig. Ich will mal ein Beispiel geben. Vor vielen Jahren habe ich ein Spiel im Gesundheitswesen daran mitgewirkt. Und gerade beim Gesundheitswesen ist es so, da gibt es nun Spiele, die tatsächlich auf eine Verbesserung eines Gesundheitszustandes hinarbeiten. Und dann gibt es andere Spiele, die vielleicht darauf hinarbeiten, dass Patientinnen ihre Medikamente besser nehmen und darüber dann wiederum unmittelbar zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes kommen. Oder ich könnte mir ein Serious Game vorstellen, welches dafür sorgt, dass wir bessere AutofahrerInnen werden, und gleichzeitig ein Serious Game vorstellen, welches uns hilft, Verkehrsregeln besser zu kapieren und über diesen Weg ja, besser zu werden. Ja. Das heißt, deswegen unterscheide ich gerne diese Unmittelbarkeit, aber diese Ausrichtung auf den Zweck, das wäre so der Gegenstern meiner Kerndefinition. Ja. Ich glaub, eine Sache, die ich glaube ich noch ergänzen möchte, ist bei allen Streitigkeiten um den Begriff, ist es einfach super, diesen Begriff zu haben, als auch Werkzeug, wenn man mit möglichen Auftraggebern, also Leuten spricht, eine Bildungseinrichtung, die ein Spiel entwickeln möchte, dass man halt diesen Begriff hat. Denn als wir angefangen haben, Spiele zu machen, haben mit analogen Spielen auch angefangen und so, da gibt es diesen Begriff eben noch nicht. Ja? Das Digitale hat sich den schon längst so erobert. Aber wir mussten erstmal erklären, nee, stopp, wir machen ein Spiel, wir wollen uns nicht über die Thematik lustig machen. So, ne? Die Thematik, die wird davon nicht lächerlich gemacht, nur weil wir spielerisch damit umgehen. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Freud, ja, auch wenn er viel Quatsch gesagt hat, aber er hat gesagt, der Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit. Und hat darin schon definiert, dass man sich eine virtuelle Spielewelt bauen kann und in der durchaus ernsthafte Themen bearbeiten kann. Und genau, auch das sagt natürlich der Begriff wortwörtlich so, genau. Okay. Wenn es da erstmal keine Fragen so gibt, direkt zu. Also für mich hat sich dann das Bild so mit den Begriffen ein bisschen ja, geklärt und ein bisschen verdeutlicht, dass man so Punkte hat, zwischen denen man sich bewegt. Also Serious Games, die ja sehr eng an Spiele angelehnt sind und dann eben Game-Based Learning, was eher Spiele-Elemente übernimmt. Genau, da würde ich dann einfach direkt mal anknüpfen und genau gerne auf eure Projekte zu sprechen kommen, die ihr quasi mitgebracht habt. Und im Anschluss daran ja dann eben nochmal ein bisschen das Handlungsfeld Schule und die Herausforderungen anschauen, also oder Schule und Bildungsarbeit eben, genau, wo es dann nochmal um Herausforderungen geht und Anforderungen, die digitale Spiele mitbringen. Genau. Ja, ich würde sagen, als erstes möchte ich mir ganz gerne das Projekt Gamelit nochmal anschauen oder vorstellen lassen. Und dann würde ich einmal an Frau Massler und Herrn Jurgel wieder übergeben. Okay, super, vielen Dank. Ich muss zugeben, ich bin jetzt ein bisschen nervös. Das ist mein erster Online-Vortrag, oder was heißt Vortrag, aber Beitrag, ja, das ist schon ein bisschen seltsam, auch mit der Technik jetzt. Ich werde einsteigen und zwar, indem ich eigentlich erstmal von einem anderen Projekt ganz kurz was erzähle. Da geht es um das mehrsprachige Lesetheater und ich mache das, weil unsere Arbeit darauf aufbaut. Mhm. Und das mehrsprachige Lesetheater ist eine Leseflüssigkeitsfördermethode, die eine Kollegin von mir aus der Schweiz und ich zusammen in unserem vorherigen Projekt entwickelt haben. Und es basiert auf dem Lesetheater. Und Lesetheater ist, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene Texte lesen, laut vorlesen, dialogische Texte verteilt in Rollen
und das möglichst ansprechend und unterhaltsam für die Zuhörenden gestalten sollen, indem sie eben besonders gut vorlesen. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz am Anfang einen ganz kleinen Beitrag, ein kleines Video zeigen von drei Schweizer Jungen aus der Region St. Gallen, die das machen. Und dafür schalte ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. Jetzt denke ich, sehen Sie alle meinen Bildschirm, stimmt das? Ja? Super. Okay, das ist jetzt ein ganz kurzes Video. Da geht es um das vielleicht Schweizerste, die Schweizerste Geschichte, die wir alle kennen. Ja. Also ich kann leider nichts hören. Ja, funktioniert bei den anderen Teilnehmern der Ton? Nee, auch nicht. Okay. Ja, gute, vielen Dank. Wir haben keinen Ton gehört. Vielleicht müsstest du kurz erläutern, was Oh wir nein, hören oh sollen. Gott. Ach, das tut mir aber leid. Ute, könntest du vielleicht den Link in den Chat setzen, sodass die TeilnehmerInnen sich das Das extra ist, nochmal anschauen können? das kann ich nachher machen, ja. Okay. Okay, jetzt muss ich nochmal neu probieren. Ich fürchte, es wird nicht funktionieren dann. Doch, ich habe es vorher getestet, es Hast hat du nochmal? funktioniert. Ja, Okay. ja. Ah, hier. Heute das letzte Mal in diesem Sommer auf der Alp. Pourquoi? I have to go back to school. Aha. Und wann gehst du wieder Geißen hüten? Erst wieder im Frühling, nächstes Jahr. It's a very long time until next spring. Oui, c'est vrai. Aber du kannst uns ja mal besuchen kommen. With these words, Peter left the cabin. Beim Hinausgehen schaute sich Peter nochmals kurz zu Heidi und dem Alpöhi um. Il avait l'air triste. Hat es geklappt? Ja? Super. Hören Sie mich jetzt auch? Ja, Alles okay. klar. Genau. Also Sie haben sicher alle gehört, die haben verschiedene Sprachen gesprochen. Die haben die Texte gut gekonnt. Sie haben sie zwar immer noch abgelesen, aber sie haben das sehr gut vorgetragen. Und man hat nicht gemerkt, dass die Schüler auch un sehr unterschiedlich von ihrem Leseniveau, Lesekompetenz sind, weil sie alle genug Zeit hatten, das auch zu üben. Und auf diesem Grundmodell bauen wir auf. Nur unser Anliegen ist, dass wir das in eine virtuelle Umgebung übertragen. Also das. Und jetzt würde ich Ihnen gerne unsere PowerPoint dazu zeigen. Ich gebe also nochmal den Bildschirm frei. Können Sie sehen? Ja. Okay, super. Also, das waren die drei Jungs. Jetzt einen Schritt zurück. Warum ist Leseflüssigkeit wichtig? Ja? Also Leseflüssigkeit ist deshalb wichtig, weil wer langsam und stockend liest, sehr schwer einen Text nur verstehen kann. Also je länger ich brauche, um den Text mir zu erschließen, sprachlich, desto weniger kann ich mich auf den Inhalt konzentrieren. Das heißt, wenn ich gut lesen, flüssig lesen kann, kann ich Wörter exakt dekodieren, entziffern. Dieser Prozess hat eine große Automatisierung erfahren, ist sehr, sehr schnell. Und ich kann mit einer angemessenen schnellen Lesegeschwindigkeit lesen und vor allem auch, ich betone die Sätze entsprechend gut, sodass sie auch den Inhalt wiedergeben, Emotionen oder Pausen und so weiter.
Das Entscheidende bei der Leseflüssigkeit ist, es ist einerseits wie eine Art diagnostisches Tool. Das heißt, ich kann damit sehr gut feststellen, ob jemand das, was er liest, versteht. Das heißt, wenn jemand sehr stockend, sehr langsam liest, mit Fehlern, dann ist auch sein Verständnis vermindert, reduziert. Und dann kann diese Person auch schlecht verstehen, was sie vorliest. Und umgekehrt, und das ist jetzt das Tolle daran, wenn ich die Leseflüssigkeit eines Kindes oder einer erwachsenen Person auch fördere, dann kann diese Person dann irgendwann auch besser lesen und besser verstehen. Weil Leseflüssigkeit hat einen großen Einfluss auf das Textverständnis. Und umgekehrt, also man kann so das Brücke-Symbol nehmen. Wenn ich mühelos Wort- und Satzerkennung verfüge, dann habe ich eine hohe Dekodierkompetenz und komme dann auch zu einem sehr guten Textverständnis. Und das ist das, was wir versuchen zu fördern. Und es gibt sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen, das ist ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel, auch nur am Ende der Grundschule, Übergang zur Sekundarstufe, Klasse 4, 5, 6, die nicht schnell genug, flüssig genug lesen können. Und es ist dramatisch, weil Lesen natürlich essentiell ist, um in allen anderen Fächern weiterzukommen. Hier ist nochmal so ein Text, den wir da in verschiedenen Sprachen konzipiert haben im Rahmen von diesem mehrsprachigen Lesetheater und die wir jetzt eben auch in Gamelet nutzen. Genau, was ist unsere Motivation und die Herausforderung? Also einerseits gibt es nach wie vor Defizite in der Lesekompetenz, in der Erst- und der Fremdsprache. Und zwar auch in vielen europäischen Ländern, mit denen wir eben auch zusammenarbeiten. Es gibt immer noch zu wenig wirklich sinnvolle Medienarbeit im Unterricht. Und daraus resultieren dann eben halt auch Defizite bei der Medienkompetenz unserer Lernenden. Und jetzt die Brücke zur Leseflüssigkeit. Das Problem da ist, dass diese Methoden, die es gibt, um die Leseflüssigkeit zu verbessern, und davon gibt es einige und sehr bewährte, sehr erfolgreiche Methoden, bauen auf dem Moment, auf dem Element der Wiederholung. Das heißt, je öfter ich die gleiche Passage lese, desto besser kann ich sie lesen und desto flüssiger kann ich sie lesen. Und das Ziel dabei ist, dass immer mehr Wörter in den Sichtwortschatz kommen, das heißt, dass ich sie sofort erkennen und lesen kann. Aber jetzt kann man sich natürlich denken, wenn ich irgendwas ewig wiederholen muss, dann wird es langweilig auf Dauer. Und da sinkt auch wieder die Motivation, das zu tun. Und deswegen wollen wir bei Gamelet darauf eben setzen, dass wir eine webbasierte Lernumgebung machen für sprachübergreifendes Training der Leseflüssigkeit, die eben durch Elemente der Gamifizierung die Bereitschaft dazu, sich dem auszusetzen und es zu tun und auch die Intensität von dem Leseflüssigkeiten erhöhen, dem Training erhöhen. Wir haben individuelle und kooperative Lernphasen eingeplant und eben auch interaktive Elemente, zum Beispiel ein digitales Aufnahmestudio. Corona hat uns in dem Sinne eigentlich geholfen. Wir hatten das ursprünglich gedacht als Verbund zwischen Schul- und Heim- oder Haustätigkeit. Und durch Corona wurden wir jetzt gezwungen, da wir unsere Forschungsarbeiten auch nicht in der Schule durchführen durften, jetzt lange Monate, wurden wir quasi gezwungen, das Ganze in ein Online-Medium zu übersetzen und in eine Online-Lernumgebung. Und so erarbeiten und testen wir auch weiter unsere Entwicklungen, eben mit Remote Usability Tests. Unser Zentrale, das haben wir vorher ja schon mal erwähnt, ist eine fiktive Audiogeschichte oder eine fiktive Geschichte, in der zwei Charaktere, wir nennen sie jetzt einfach mal Lilly und John, Podcast-Stars werden möchten und dafür halt dann eben auch ihre Leseflüssigkeit entsprechend verbessern müssen. Das Ganze ist in Art Missionen aufgebaut. Wir haben einen Lern-Lern-Prozess, der sich eben auch an dem mehrsprachigen Lesetheater orientiert und der startet mit der Einführung der Geschichte und auch der Sprache, vertieft dann weiter auch das Wissen über die Geschichte und die Charaktere und fokussiert dann in Mission 4 vor allem auch auf dieses wiederholende Lesen
indem wir da eben da auch versuchen, verschiedene Spiele einzubauen, um das interessanter und andauernder zu machen. Und kulminiert dann in Mission 5 dadurch, dass Schüler dann eben dieses Lesetheater gemeinsam aufnehmen und als Podcast dann zur Verfügung stellen können. Der Hintergrund, warum man sich auch so sehr mit Sprache und der Geschichte und den Charakteren beschäftigt im Lesetheater, ist, dass nur wenn ich wirklich die Geschichte verstanden habe und die Konflikte verstehe, die Charakterkonstellationen, die typischen Arten eines jeweiligen Charakters, nur dann kann ich wirklich auch betont und richtig betont lesen. Unsere Umgebung setzt sich auseinander, unsere Lernumgebung aus einem Moodle-Kurs, den Sie da auf der linken Seite sehen, und einer Games-Plattform und weitere Tools, die wir zusätzlich nutzen können. Ich habe jetzt als kleine Illustration einen normalen Moodle-Kurs mal noch abgebildet. Nee, der kommt nachher noch. Genau, das ist jetzt erstmal unser Moodle-Kurs. Da sehen Sie schon, dass der recht farbig ist und viele Bildelemente enthält und eben nicht so aussieht wie der Kurs aus meinem letzten Seminar über US History. Der besteht aus Text und ein bisschen Bild und das ist aber eigentlich so die klassische Umgebung für sowas. Wir haben uns dennoch auf einen Moodle-Kurs eingelassen, weil der von Lehrern sehr, sehr stark, diese Plattform sehr stark verbreitet ist, sehr viel genutzt wird und spezifische Vorteile bietet. Man kann nämlich da sehr gut die Nutzer verwalten, man kann Elemente freischalten, man kann zuschalten, man kann die Elemente auch verändern. Und genau das ist es, was uns wichtig war. Wir wollten, dass die Lehrperson, die unseren Kurs und unsere Gamelet-Umgebung später nutzen, sie auch an ihre konkreten Bedürfnisse anpassen können. Das Gamified Training, wie wir es nennen, geht ja durch diese verschiedenen Missionen. Und am Anfang, jetzt in der Mission 1, wo ich gesagt habe, es geht um die Geschichte und die Sprache, zum Beispiel gibt es ein kleines Spiel, das darin besteht, dass wir die Schüler erstmal herausfinden müssen, um was für eine Geschichte geht es hier überhaupt. Sie sehen das jetzt natürlich sofort, ja, Hänsel und Gretel, aber am Anfang ist das Ganze abgedeckt mit Zeitungs- und Tintenflecken und erst sukzessive können die Schüler dann erraten, um was es geht. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo sie zum Beispiel Punkte bekommen, je nachdem, wie schnell sie da drauf gekommen sind. Ein anderer, dann geht es darum, dass sie müssen die Geschichte erstmal kennen. Man kann jetzt sagen, okay, Hänsel und Gretel kennt ja jeder. Aber wenn ich mir eben unsere multilingualen und multikulturellen Klassenzimmer anschaue, dann ist es eben nicht mehr so. Nicht jeder kennt Hänsel und Gretel. Und deswegen geht es darum, in dem Fall jetzt die Geschichte in Teilen erstmal zu lesen und zu schauen, was ist es und was passt da zusammen. Das heißt, man weckt die Erwartungen und auch führt somit zu dieser Geschichte hin. Man sieht jetzt hier schon alles, aber man sieht die einzelnen Textteile erst, wenn man auf die einzelnen Symbole oder Bildelemente geht und dann mit Drag and Drop kann man die rüberziehen und in eine richtige Reihenfolge bringen. Ein anderer Aspekt, da geht es um die Wörter. Und wir hatten ganz am Anfang ja schon mal diese Word Cloud erwähnt. Und Word Cloud nutzen wir, indem die Schüler, wenn sie das erste Mal diese Texte lesen, die Worte in die Cloud laden, die sie nicht kennen. Die werden dann später durch andere Übungen gefestigt und wiederholt. Und die Belohnung später ist dann, dass man quasi die Word Cloud wieder leert, indem man eben die Wörter dann rausnimmt, die man kann. Das heißt, man sieht auch wirklich, was man gelernt hat dann. Ein weiteres Spiel, da geht es darum, dass man überhaupt erkennt, was für Emotionen sind denn in einem Text drin. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist für uns Erwachsene, die wir schon viel Texterfahrung haben, vielleicht nicht so richtig nachvollziehbar. Aber für Schüler kann das wirklich anspruchsvoll und schwierig sein, vor allem, wenn es eben zum Teil auch in der Fremdsprache geschieht. Leseflüssigkeitstraining dann. Jetzt springe ich mal direkt zu Mission 4. Da sieht man zum Beispiel das Recording Studio, das erlaubt den Schülern,
ihre Textpassagen aufzunehmen, wiederholt aufzunehmen, ihre Favoriten auszuwählen, die ihnen am besten gefallen, andere zu löschen und dann eben auch von Gruppenmitgliedern oder auch von der Lehrperson Feedback zum eigenen Vorlesen zu bekommen. Und dann werde ich auch informiert, okay, ich habe jetzt Feedback bekommen und dann kann ich mir das auch ansehen. Entweder ist es ein visuelles Feedback, schriftlich oder zum Teil auch akustisch möglich. Wir haben aber auch noch damit experimentiert, wie ist es denn, wenn Schüler zu Hause alleine lesen? Sie haben vielleicht niemanden, der mit ihnen dann ihre Rollen übt, um das irgendwie interessanter zu machen. Und wir haben dann zum Beispiel mit Alexa Skill, haben wir sehr gute Erfahrungen jetzt auch gemacht und das auch eingebettet jetzt. Und Alexa übernimmt dann den Lesepartner oder die Lesepartnerin und kann sowohl in verschiedenen Sprachen lesen, als auch mit verschiedenen Stimmen. Sie kann männliche Rolle übernehmen, weibliche Rollen, eine erwachsene Person, eine jüngere Person. Und das hat die Schüler in unseren Erhebungen hat es sehr, sehr positiv beeindruckt, dass sie damit üben konnten. Eine andere Überlegung ist, das Ganze auf eine App zu laden. Die gibt es auch, sodass man das auch im Bus oder auf dem Heimweg üben kann. Auch da gibt es dann verschiedene Funktionalitäten wie Wörterbuch, eigene Wortliste und so weiter. Und auch da kann die App eben auch selber Rollen übernehmen und mitlesen. Ja, jetzt würde ich gern an Ido, an dich übergeben. Gerne. Also dann ein bisschen zu den Gamification, Game-Based Learning Idee, Gedanken, die wir hatten. Also was wir nicht haben wollten, ist zu viel Wettbewerb. Wettbewerb kann funktionieren, man könnte machen eine Gruppe gegen die andere und dann machen wir ein Ranking. Das funktioniert ein bisschen, aber natürlich weiß die schwache Gruppe wahrscheinlich von vornherein, dass sie nicht gewinnt. Und damit haben wir die demotiviert. Und außerdem ist das eine sehr extrinsische Motivation und nicht eine Motivation des Lesenslernens. Also wir wollten den Wettbewerb klein halten. Wir wollten aber auch, dass das Lernziel und das Spielziel zusammenfallen. Also die können ja sehr auseinanderfallen, kann manchmal auch klappen, kann aber auch schwierig sein. Also man könnte machen, der Prinz findet die Prinzessin, das ist das Spiel. Und wenn er sie rettet am Ende, hat man gewonnen und dabei lernt man Mathe. Könnte man machen. Aber da fallen wahrscheinlich die unterschiedlichen Ziele zu sehr auseinander. Und dadurch ist die Motivation extrinsisch. Die haben wahrscheinlich dann keine Motivation, die Schüler am Ende Mathe zu lernen. Und das hat auch sonstige Vorteile, Nachteile. Also was wir hier gemacht haben, ist, dass das Spielziel ist, ein Audiobook aufzunehmen. Das ist das Hauptziel. Das heißt, die Kinder bilden Gruppen und die nehmen ein Audiobook auf. Das Audiobook ist zum Beispiel Hänsel und Gretel. Sie nehmen das auf in verteilten Rollen. Und natürlich, wenn sie in der Lage sind, ein Audiobook aufzunehmen, dann können sie ganz gut flüssig lesen. Das heißt, Spielziel und Lernziel fallen gut zusammen. Und das ist so der Höhepunkt eines mehrwöchigen Prozesses, dass sie das Audiobook aufgenommen haben. Und dieser Prozess ist strukturiert mit einer Rahmenhandlung. Das heißt, es fängt an, dass man erzählt und die Lili ist heiser geworden und sie kann das Audiobook, was sie versprochen hat, nicht aufnehmen. Jetzt müsst ihr das lernen. So in der Art. Also wir basteln noch konkret eine Geschichte, aber das könnte eine Geschichte sein. Und dann müssen die Kinder eben lernen, wie sie ein Audiobook aufnehmen. Und am Ende werden sie ein Audiobook haben. Und aber es gibt viele Schritte dazu und viele, viele kleine Übungen, größere Übungen, die dazu führen, dass sie in der Lage sind, dieses Audiobook aufzunehmen. Das kann also, wie gesagt, über Wochen dauern. All das ist spielerisch. Also dass sie am Ende, wenn sie ein Audiobook aufnehmen können, dann haben sie ganz sicher die Leseflüssigkeit verbessern. Und ich glaube, wir haben unterschiedliche Ebenen von Gamification, von Spiel hier. Also wir haben Software entwickelt, zum Beispiel, die beim Aufnehmen eines Audiobooks mit mehreren Schülern unterstützt. Und die ist recht komplex. Die erlaubt verschiedene Formen von Feedback. Sie erlaubt Modelle, das heißt,
den Lehrer zum Beispiel zuzuhören, wie er vorliest, dann lerne ich ja auch. Sie lernt, ich glaube, ja, selber verschiedene Arten aufzunehmen. Sie lernt sehr viel. Und die Software selber ist die erste Ebene des Spiels, weil damit ich spiele mit der Software in diesem Sinne. Und ich entdecke die Software und ich werde ermächtigt, Dinge zu tun, die ich vorher nicht tun konnte. Das ist, glaube ich, die elementare Ebene. Ich kann jetzt spielen und entdecke, oh, ich kann mehr tun als ohne diese Werkzeuge. Dann habe ich die Spielebene in dem Sinne von Schauspiel. Ne? In dem Sinne, dass die Schüler Hänsel und Gretel spielen. Ein Schüler ist Hänsel, ein anderer Schüler ist Gretel. Und sie schauspielen. Und in dem Sinne spielen sie auch. Dann haben wir ganz viele Minenspiele, die übrigens ganz, ganz unterschiedliche Charaktere haben, die dahin führen, dass sie überhaupt in der Lage sind, ein solches Audiobook aufzunehmen. Also es fängt mit solchen Spielen an, die Ute erwähnt hatte, das ist ein Puzzlespiel, wo sie überhaupt verstehen müssen, ja, was ist das für eine Geschichte, oder was sind vielleicht Keywords dieser Geschichte, dass sie die Inhalte wiedergeben können. Ja, das führt langsam dahin. Das ist also, diese kleinen Spiele sind eine andere Form. Ich glaube, eigentlich können wir lange über die einzelnen Charaktere der Spiele, jedes Spiel hat einen anderen Charakter, einen anderen Spielmodus, andere Ziele, auch andere Lernziele. Dann haben wir noch die Rahmenhandlung drumherum. Die Rahmenhandlung ist wichtig, die kann über Wochen gehen. Wo die Lili kommt, die kommt zur Klasse, ich bin heiser, bis zum Schluss, oh, Elfi, ihr habt mein Audiobook Auftrag gerettet. Und da geht es um mehrere Episoden, die auch narrativ gedacht sind als Episoden, Missions oder Lernziele, wenn man didaktisch denkt. Und das ist eine weitere Ebene, eine unterschiedliche Ebene der Gamification, die wir einsetzen, die der Strukturierung dient. Und wir haben zum Schluss ein bisschen Belohnung. Ein bisschen Belohnung, weil einigen Belohnung, Wettbewerb, aber ganz vorsichtig, nicht direkt über Punkte. Es werden Punkte erzeugt, aber dann wird sozusagen ein automatischer Block erzeugt, der einzelnen Folge der Gruppen. Ein automatischer Block aus den Punkten. Und wer viele Punkte hat, hat einen schöneren Block. So kurz gefasst, ein bisschen kompliziert, aber kurz gefasst ist es das. Und das motiviert eventuell auch ein bisschen schöneren Block zu haben. Aber das erlaubt auch den vielleicht etwas schwächeren Gruppen so zu rationalisieren, die sagen dann, na, wir wollten das doch gar nicht, uns war der Block egal. Oder das Block egal. Und trotzdem, das Spielerlebnis wird trotzdem auch für die Schwächeren schön sein. Weil dieser Wettbewerb, der da ist, eher fakultativ ist, für die drauf Wert legen. Ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte unseres Spielkonzepts. Also es ist kein wenig Wettbewerb, aber viele verschiedene Ebenen des Spielens sonst. Ganz unterschiedlich eben zusammengefasst oder auch zeitlich zusammengefasst. Okay. Ja, ich wollte auch einmal ganz kurz reinhaken bzw. Bescheid sagen, dass wir noch ganz schön zu den anderen Projekten einmal kommen müssen. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Genau, und dann würde ich das an der Stelle einmal quasi abkürzen. Also falls da noch Fragen sind, können wir ganz am Ende vom Blog nochmal kurz drauf zurückkommen. Genau, aber ich würde als nächstes ganz gerne Playing History auch noch einmal Zeit geben bzw. bitten, das Projekt vorzustellen und ein bisschen was zu erzählen. Das war jetzt quasi einmal ein Einblick in Sachen, die sehr nah am Schulalltag auch sind, die für Lehrer ja auch sehr nah an den Sachen sind, die sie kennen. Genau, und dann jetzt quasi nochmal ein Projekt, was nochmal einen anderen Zugang gibt oder andere Möglichkeiten zeigt, würde ich sagen. Genau. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Projekt, sondern ich wünschte, ich könnte jetzt in ein Projekt so schön vertiefend eingehen, wie Sie das gerade gemacht haben. Stattdessen werde ich jetzt einfach mal über uns, also Martin Thiele-Schwedz und mich und unsere Arbeit mit Playing History sprechen. Und Sie können alle meine Präsentation sehen, hoffe ich. Gut, sehr gut. Ja, was machen wir? Ich hoffe, man kann alles gut erkennen.
Playing History sagt zwar, wir vermitteln Geschichte spielerisch, das tun wir auch, aber noch viel, viel mehr. Spielerische Inhalte aller Art, gegenwärtige und auch zukünftige Themen. Was wir machen ist, wir entwickeln natürlich Spiele, ganz gleich in welchem Medium, egal ob es jetzt ein Brettspiel ist, eine Handy-App oder eine spielerische Installation in einem Museum. Und wir nutzen Spiel, um Inhalte zu vermitteln, alle Inhalte. Und wollen da auch keinerlei Inhalte ausschließen und fordern uns da selber auch immer wieder heraus, welche Inhalte man wie in einem Spiel vermitteln kann. Und wir beraten natürlich alle möglichen Leute, die sich dem Feld irgendwie nähern, Bildungseinrichtungen, die sich voranwagen, irgendwie was mit Spielen mal machen wollen oder merken, dass das spannend ist, dass sie vielleicht schon was machen und jetzt erst erkannt haben, dass sie das tun. Und genau, sprechen mit denen, beraten. Ich werde gleich auf einige Projekte eingehen. Davor noch ganz kurz was zum Spieldesign, unserer Herangehensweise an Spieldesign. Es gibt zwei schöne Begriffe, Top-Down und Bottom-Up-Design. Ich werde auf nicht so viele von diesen vielen Begriffen, bei denen man nicht weiß, was es ist, werde versuchen, so wenig wie möglich davon zu erwähnen, aber diese beiden möchte ich erwähnen. Und zwar, es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wie man Spiele entwickelt im Umgang mit dem Thema, mit dem Inhalt. Und man kann ein Spiel bottom-up entwickeln. Das heißt, man konzentriert sich auf einen Spielmechanismus, auf Würfeln, auf Karten ziehen, auf Sätzen, Punktevergabe und so weiter. Und man entwickelt vom Mechanismus aus ein funktionierendes Spielsystem und findet dann einen Inhalt dazu. Das wäre sozusagen das Extrembeispiel. Es gibt sehr viele sehr gute Spiele, die so entstanden sind. Ja, es soll hier keine Wertung entstehen. Wir gehen sozusagen eher top-down ran. Das heißt, wir haben Inhalte. Institutionen, Bildungseinrichtungen kommen an uns, haben Inhalte und wollen die spielerisch vermittelt haben. Oder wir selber haben ein interessantes Thema, was uns am Herzen liegt und wollen das spielerisch vermitteln und versuchen dann, top-down sozusagen, innerhalb dieses Themas, dieses Inhaltes, Mechanismen zu erkennen, die man mit Spielmechanismen umsetzen kann oder Züge in der Narration zu erkennen, die man im Spielmechanismen umsetzen kann. Hier sieht man, um dieses Bild noch kurz zu erklären, ein Foto von der Stimmung der Stasi-Zentrale in Berlin. Auch das haben wir spielerisch aufbereitet. Sehen wir dann gleich noch ein kurzes Beispiel. Also wir versuchen sozusagen, uns vom Inhalt zum Spiel zu wagen und versuchen uns dabei keinerlei Barrieren zu setzen, wie das Spiel muss digital sein oder muss analog sein, sondern im besten Falle finden wir das perfekte Spielmedium zum Thema. Genau, wie schon erwähnt, stelle ich jetzt ein paar Spielformen vor, die ja quasi eine sehr hohe Bandbreite haben. Analoge Spiele, Spiele auf digitalen, auf technischen Endgeräten oder eben Live-Installationen. Ein Spiel, was mit dem sozusagen unsere Reise losging. Ich weiß nicht, ob man parallel noch mein Video sieht. Sieht man mich noch parallel im Video oder sieht man nur die Präsentation? Also, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich kann dich ja, gleichzeitig sehen. Ich halte ab und zu einfach mal was in die Kamera. Ja. Ja. Also das ist ein Spiel, ein analoges Spiel, was wir quasi so schön schlank als Lehrmaterial entwickelt haben. Martin und ich haben damit begonnen, sozusagen Biografiearbeit zu betreiben. Wir haben sind beide in der DDR geboren und haben uns irgendwann gefragt, was unsere Eltern spielen und haben daraufhin recherchiert zu selbstgebastelten, handgefertigten Brettspielen aus der DDR und sind dabei über das Spiel Bürokratopoli gestolpert, ein Spiel eines DDR-Oppositionellen, was der quasi so im Untergrund entwickelt hat. Und was sich über das System quasi ein bisschen lustig macht, was sogar von der Stasi in eine Akte, in seine Akte übertragen wurde. Und genau, das Spiel als Zeitzeugnis quasi haben wir aufbereitet für den Unterricht. Das Originalspiel ging beispielsweise 3 bis 4 Stunden, 5 Stunden Spielzeit. Es mussten wahnsinnig viele Leute mitspielen, damit das Spiel spielbar war. Und wir haben das für den Unterricht aufbereitet. Zum einen, dass es von der Spieldauer spielbar ist, aber eben auch haben ein Begleitheft, ein Lehrerheft dazu gemacht mit Hintergrundinformationen. Genau. Und auf der Rückseite dieses Spielplans sieht man auch noch das Original oder beziehungsweise die Kopie, die die Stasi von dem Spiel gemacht hat. Sie nannte das ein Spiel mit negativ feindlichem Charakter.
welches die Verhältnisse verächtlich machen soll. So das Zitat aus der Stasi-Akte. Das ein analoges Spiel, haben wir zusammen gemacht mit der Stiftung Aufarbeitung, mit dem DDR-Museum zusammen, mit dem wir dann auch noch weitere Spiele gemacht haben. Hier jetzt ein harter Cut quasi, das ist ein Teil der Ausstellung 90s Berlin. Hier waren wir kuratorisch tätig. Das soll ein bisschen auch zeigen, dass wir Spiel nicht immer so verstehen, dass Spielerinnen und Spieler Spielregeln lernen müssen, um ein Spiel zu entwickeln, sondern befassen uns im Grunde mit der interaktiven Vermittlung von Inhalten an unterschiedlichsten Orten. Und die Museumslandschaft ist einfach dadurch, dass wir sehr viel mit Museen zu tun hatten und auch immer noch haben, es liegt uns das sehr, sehr am Herzen. Und genau hier ein Beispiel aus der Ausstellung 90s Berlin, die bis ins letzte Jahr hinein zu sehen war in Berlin. Hier geht es wieder deutlich spielerischer zu, das Spiel Wendepunkte. Ja, auch hier gibt es ein über 50 Seiten umfassendes Begleitmaterial dazu. Ein Spiel, das sich rund um Wendebiografien dreht. Die Spielerinnen und Spieler legen hier in jedem Spiel aus 9 unterschiedlichen Karten eine Biografie zusammen. Ja, das Spiel hat 100 Karten in etwa und jede Karte bildet ein anderes Lebensereignis einer DDR-Biografie ab. 2 Drittel des Spiels spielen vor dem Mauerfall, 1 Drittel des Spiels nach dem Mauerfall. Und beim Spielen sollen die Spieler erkennen, welche Brüche es in den Biografien gab, welche Karten man unter Umständen nicht mehr spielen konnte nach dem Mauerfall, wenn man vor dem Mauerfall beispielsweise eine SED-Karriere gemacht hat. Und bei diesem Spiel ist es so, dass man Punkte sammelt. Deswegen musste gerade Herrn Jogel ganz aufmerksam zuhören. Wir haben lange diskutiert, was für einen Mechanismus bauen wir hier rein, wie belohnen wir Spieler und haben uns dann dafür entschieden, wir machen das ein bisschen simpelste und packen da Punkte drauf, weil es dem Spieler am leichtesten fällt, auch das wegzusubtrahieren quasi und zu differenzieren. Denn was am Ende des Spiels passiert ist, jeder Spieler hat diese 9 Karten vor sich liegen, seine Biografie mit Dingen, die er spielen musste, weil er nicht anders konnte, mit Entscheidungen, die er getroffen hat auf dem Wege dessen. Und dann wird er dazu aufgefordert, diese Biografie nachzuerzählen. Und das ist das eigentliche Finale des Spiels. Und in diesem Moment sind die Punkte völlig vergessen. Und das ist was sehr, sehr spannend, als wir das entdeckt haben bei unseren Spieletests und das Feedback auch immer wieder bekommen von Schulen, die das nach wie vor einsetzen. Also das ist auch ein Spiel, was konkret für den Einsatz im Unterricht entwickelt wurde. Martin? Vielleicht eine Sache, wo ich hier kurz einhaken möchte, noch ergänzen. Hat sich gezeigt, dass wir im Lehrmaterial, was diesem Spiel beiliegt, diese Punktevergabe wiederum auf einer Metaebene kritisch hinterfragen. Das heißt, die Schülerinnen werden dazu angehalten, in Diskussion zu treten, ja, warum wird denn eigentlich ein Lebensereignis mit folgender Punktzahl bewertet? Und warum wird zum Beispiel ein Lebensereignis vor dem Paradigma der DDR-Politik anders bewertet als vor der Politik in der Bundesrepublik und so weiter? Ja? So, das wurde dann auch nochmal auf einer Metathema gemacht, was, glaube ich, ganz gut gelingt. Genau, ich gehe einfach mal weiter. Noch ein Spiel aus dem DDR-Kontext ist tatsächlich ein Thema, was uns viel beschäftigt hat, einfach weil es sich natürlich ergeben hat, dass wir sozusagen aus diesem Themenbereich kamen, ist das Spiel Legato. Das ist ein eigentlich analoges Spiel, was entwickelt wurde von diesem gezeichneten Mann, den Sie hier rechts im Bild sehen. Das ist Lothar Schubert, der hat ein Spiel entwickelt, was er tatsächlich auch an einen DDR-Spieleverlag verkauft hat. Doch genau in dem Moment, als das Spiel gedruckt werden sollte, da stoppten die Maschinen. Die Mauer war gefallen, die Wiedervereinigung setzte ein, die mittlerweile in eine GmbH umgewandelte Firma wurde geschlossen und wir haben dieses Spiel, wovon es nur 3 Stück gibt, 3 Handexemplare, die hergestellt wurden, digital reproduziert. Man spielt dieses Spiel und während man dieses Spiel spielt, schaltet man sich sozusagen Teile der Geschichte von Lothar Schubert frei. Das war ein Spiel, was wir sozusagen für uns entwickelt hatten, aber daraufhin tatsächlich in die Dauerausstellung des DDR-Museums Einzug fand und dort nach wie vor gespielt wird, jeden Tag von Besuchern. Genau.
Ein anderes Spiel, mein Alex. Wie gesagt, ich springe einfach ein bisschen durch die Themen. Wer Fragen hat, schreibt sie bitte auf und stellt uns gerne später noch Detailfragen dazu. Mein Alex ist ein Spiel, was ein bisschen ist wie SimCity. Ja, das heißt, hier kann ich den Alexanderplatz bebauen, kann Sachen abreißen und kann mir sozusagen als Stadt Alexanderplatz den Platz wählen, wie er vor dem Zweiten Weltkrieg aussah beispielsweise, oder wie er zur Zeit in der DDR aussah, wie er heute aussieht, oder wie er womöglich in Zukunft aussehen könnte. Also man sieht hier jetzt bei diesem Bild, was man sieht, diese ganzen Kollhoff-Gebäude aus dessen Entwurf, aus dessen Entwurf, das, was er Anfang der 90er Jahre entstellt hat, wovon mittlerweile das ein oder andere sogar gebaut wurde, aber einige womöglich nicht gebaut werden. Und hier kann man nach Herzenslust rumklicken, bauen, dann seinen Bau sozusagen finalisieren, abschließen, erhält dann umfangreiche Statistiken und es gibt noch ein Bewertungstool, wo die Spieler quasi voten können, abstimmen können, welcher Alex denen am besten gefällt. Genau, das Spiel wurde eingesetzt zum Tag der Deutschen Einheit auf dem ja, Einheitsfest auf der Straße des 17. Juni. Und hier auch ganz spannend, die Auftraggeber war quasi eine Gruppe von kleinen Unternehmen, die rund um den Alexanderplatz angesiedelt sind, die einfach einen neuen Zugang zu diesem Platz wissen wollten und genau dieses Spiel in Auftrag gegeben haben. Fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Hier nochmal auch, um den inhaltlichen Kontext nochmal zu erweitern: Ein Spiel Saints ist ein Sammelkartenspiel. Ein Sammelkartenspiel mit Heiligen. Auftraggeber war hier das Erzbistum Berlin, die erkannt haben, dass ihre lieben Heiligen leider niemanden so richtig interessieren, auch die Katholiken nicht. Und die haben uns quasi angefragt oder mit denen haben wir gemeinsam ein Spiel entwickelt, was dann so ein bisschen den Alleingang entwickelt hat, wo es zahlreiche Erweiterungen gab und sehr viele Spieler angezogen hat, die überhaupt nichts mit Kirche am Hut haben. Das Spiel hat natürlich keinerlei missionarischen Charakter oder dergleichen. Man baut sich quasi die Geschichten der Heiligen zusammen. Und jedes Jahr an Allerheiligen findet die Weltmeisterschaft dazu statt. Kann ich nur jeden einladen, das mal auszuprobieren. Und hier das Spiel, welches wir zuletzt veröffentlicht haben, Stasi raus, ist es aus. Das ist dieses Jahr im Januar rausgekommen und dreht sich also zum 30. Jahrestag der Stürmung der Stasi-Zentrale. Der Kniff hierbei war, der Kniff und zugleich auch größter Diskussionspunkt in der Arbeit war, dass die Spielerinnen und Spieler hier nicht die Bürgerinnen und Bürger spielen und versuchen, die Stasi aufzuhalten, Unterlagen zu vernichten, denn das passierte ja in den letzten Tagen und Wochen, als die Bezirksämter und die Zentrale gestürmt wurden. Die Stasi versuchte, so viel wie möglich noch Akten beiseite zu schaffen oder einfach sich umzuwandeln, neue Form zu finden, um so ihr eigenes Überleben zu sichern, sondern die Spielerinnen und Spieler spielen hier tatsächlich Mitarbeiterinnen der Stasi und müssen so viele Akten wie möglich vernichten, bevor die Bürgerinnen ihnen das Handwerk legen können. Und genau, das hat großen Spaß gemacht in der Entwicklung, hat aber auch zu zahlreichen Diskussionen geführt. Zum einen mit der BSTU, also dem Stasi-Unterlagenarchiv, die Teil der Auftraggeber waren hierfür. Und genau, das war einfach eine große Bereicherung und eine sehr, sehr interessante Diskussion, die um diesen Perspektivwechsel herum geführt wurden und auch noch geführt werden. Ja, ein kleiner Blick in die Zukunft. Hier ist ein Spiel, an welchem wir bei der Konzeptentwicklung mitgewirkt haben. Ist ein Spiel, welches sich rund um Radikalisierungsprävention an Schulen dreht. Auftraggeber für dieses Konzept war die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und das Spiel soll bis Ende des Jahres entwickelt werden. Und hier geht es ganz besonders um Radikalisierung und Radikalisierungsprävention in Social Media Netzwerken und soll ein Spiel werden, welches auf digitalen Geräten in der Schule, im Klassenraum gespielt werden kann. Genau. Das war's. Eine ganze Menge. Das sind Martin und ich. Genau, und ich hoffe, es gibt noch ein paar Fragen dazu. Das waren eine ganze Menge Inhalte, eine ganze Menge Projekte aus den letzten 10 Jahren in etwa, in denen wir jetzt schon Spiele entwickeln, unterschiedlichster Art. Und genau, ja. Ja, Gibt vielen es, gibt es, hast Dank. du unmittelbare Fragen, Josephine?
Das Problem ist ein bisschen, dass ich noch ein drittes Projekt habe, was ich noch mit einschieben muss und Logisch. ein bisschen auf die Zeit gucken muss. Deswegen würde ich das dritte jetzt sehr verkürzt tatsächlich vorstellen, einfach aus Zeitgründen. Und dann anschließend einmal die Fragen. Es gab auch schon ein paar Fragen zu dem anderen Projekt noch, dass wir die dann am Ende des Blogs einmal genau dann sammeln. Dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auch die Möglichkeit zu überlegen, ob sie zu euren Spielen da auch noch Sachen haben, die ihnen einfallen. Und dann, genau, beziehe ich mich da auf jeden Fall gleich nochmal drauf, wenn wir zu den Herausforderungen kommen. Ich habe da sehr viele spannende Sachen, die ich gleich nochmal aufgreifen möchte. Genau, bevor wir da zu dem dritten Block kommen, möchte ich einmal noch ganz kurz meinen Bildschirm teilen, weil ich noch ein drittes Projekt ganz kurz vorstellen möchte. So, genau. Kann man das sehen? Okay. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, geht es da um das Projekt Einleben. Das ist, oder um das Spiel. Das ist eine Video, eine webbasierte, ein webbasiertes Spiel. Das heißt, ganz ähnlich wie bei einem Google Classroom, loggen sich quasi die Lehrer und die Schüler dazu ein und es kann dann quasi ein Raum erstellt werden, in dem gespielt wird. Das Ganze ja, wurde entwickelt von der Böll-Stiftung, deswegen wollten wir das hier einmal ganz kurz noch vorstellen. Genau, es ist für Tablets und PCs verfügbar. Genau, und ja, da geht es eben um das Thema soziale Herkunft. Das heißt, das wurde auch mit ganz bewusstem Fokus auf den Unterricht entwickelt. Und genau, soziale Herkunft, Zufriedenheit und eben auch Entscheidung. Da sieht man auch so ein bisschen die Parallelen zu dem Spiel Wendepunkte. Ist mir im Voraus schon aufgefallen. Das heißt, das ist ganz ähnlich, dass man da quasi eine Biografie nachspielt. Ja, dann mal. Ganz kurz noch einmal das Interface von dem Spiel, wie es hauptsächlich aussieht. Da hat man eben, ja genau, einmal diese Zeitleiste, die hier abläuft. Das ist eben quasi eine Biografie, die digital dargestellt wird online. Und man kann dann eben an den verschiedenen Entscheidungspunkten, die man in dem Leben hat, entscheiden, welche Ressourcen man oder ob man Ressourcen überhaupt einsetzen möchte, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist eingeteilt in Geld, soziale Kontakte und Wissen. Und dann gibt es rechts noch den Button quasi für so eine Art ja, Mega-Entscheidung. Also da wird man quasi nochmal so, es ist wie ein Power-Up, wo dann das Bestmögliche dabei rauskommt. Genau, und je nachdem, was man einsetzt, passiert eben auch was anderes. Links sieht man dann eben noch das Alter, was durchläuft. Das heißt, das Spiel ist dann eben ja, zeitlich begrenzt. Das hat den Zeitraum eben von 16 bis 30, bildet das ab. Und wenn diese Zeit durchgelaufen ist, dann endet das Spiel. Man kann vergleichen, welche Entscheidung man selbst getroffen hat oder was auch vielleicht andere Spielende in der Zeit für Entscheidungen getroffen hat und sieht dann, wo man steht. Man hat da eben als Messwerte dann Gesundheit, Familie und Freunde und Wohlstand. Das sind die Werte, die in dem Spiel gemessen werden, wo dann, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, eben die Werte steigen oder fallen. Und dann genau die Zufriedenheit auch noch abgebildet ist. Ja. Genau, einfach nochmal ganz kurz. Also das Spiel ist eben so ausgelegt, dass man es im Unterricht benutzen kann. Da ist auch sehr, sehr viel Lernmaterial zur Verfügung, das man direkt zur Verfügung gestellt bekommt, wenn man sich dort als Lehrperson einfach einloggt. Man kann da Unterrichtseinheiten zu machen. Hier sind einmal 90 Minuten eben vorgeschlagen. Das Spiel an sich dauert 20 Minuten. Genau, man braucht eben entweder ein, also man kann es auch am Handy spielen, ein Tablet oder ein Laptop. Und genau, wenn man möchte, kann man das auch mit einem Beamer projizieren. So, das war jetzt sehr verkürzt, einmal das, worum es quasi geht, damit wir das auch noch als ja, eine mögliche Umsetzung quasi mit in die Diskussion nehmen können. So. Genau, dann würde ich einmal ja, Julia nochmal bitten, zu den Fragen quasi zu kommen. Am Ende des Blogs. Genau, hört ihr mich?
Es war eine Frage von der Silke Inselmann und das ging noch um das Gamelet. Und sie fragt eben oder sagt, dass sie Alexa als Lernpartnerin zu nutzen, dass sie das überrascht und fragt, welche Rolle Datenschutz bei ihnen spielt und wie sie den Kindern einen angemessenen Umgang mit den Medien vermitteln, die sie auch selber einsetzen. Genau, das war die Frage. Ich kann mit Alexa anfangen. Tatsächlich, das ist ein sehr, sehr großer, sehr schneller Durchgang durch das Projekt gewesen. Wir haben Kernkomponenten des Projekts, die tatsächlich im Unterricht eingesetzt werden sollen. Das ist die von uns entwickelte Software, die, denke ich, schon datenschutzkonform ist. Und wir haben Komponenten, die sehr experimentell sind. Diese Alexa-Komponente ist eine sehr experimentelle Komponente, die zeigt, was technisch möglich ist. Aber sie würde tatsächlich jetzt nicht sofort im Unterricht eingesetzt werden, das erwarte ich nicht. Auch unter anderem wegen des Datenschutzes. Das ist sicher ein Problem. Aber sie zeigt, das ist also die Gedanke bei dieser App ist, dass ich einen Schauspielpartner habe, der elektronisch ist. Und das zeigen wir mit diesem System, dass das grundsätzlich möglich ist. Und am einfachsten konnten wir das mit Alexa zeigen. Ob jetzt in einer tatsächlich schulfertigen Version Alexa genommen werden würde, ist wahrscheinlich tatsächlich fraglich. Also tatsächlich, unser Kollege Alexander ist gerade am Recherchieren für Alternativen, andere Versionen, wie man das Gleiche umsetzen kann. Aber gezeigt hat der Einsatz von Alexa, dass es wirklich motivierend ist und dass es gut funktioniert, dass die Schüler das wirklich als Bereicherung empfinden, statt allein zu lesen. Ja. Aber eben, bevor man halt aufwendige Entwicklungsprozesse angeht, bietet sich manchmal eben eine Lösung, die schon existiert, die schon gut funktioniert, auch an, um zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, in diese Richtung zu entwickeln und zu arbeiten. Ne? Ich hoffe, dass das beantwortet hat. Also wir haben Kernkomponenten, die wirklich in die Schule gehen sollen und Komponenten, die experimentell sind. Und der Alexa ist tatsächlich experimentell, aber sie zeigt, was wir haben, zeigt das, was die Kollegen gemacht haben in Weingarten, zeigt, dass das wirklich funktionieren kann. Okay. Ja, vielen Dank. Gab es im Chat sonst noch weitere Sachen? Ja, also es gibt noch eine Frage zu Gamelet, aber davor würde ich noch kurz eine weitere Frage von Silke Inselmann stellen. Und zwar geht es an Playing History. Welche Rolle spielen unterschiedliche Milieus oder unterschiedliche Bildungsgrade bei den Beispielen? Oder andersherum gefragt, kann jede und jeder, egal wie gut man lesen kann oder Sprachkenntnisse hat, die Spiele spielen? Ja, diese Frage kann ich beantworten. Aus unserer Perspektive als Game Designer ist es so, dass wir vor Projektbeginn etliche Fragen klären. Und es gibt drei Grundfragen, die ganz, ganz wichtig sind. Das erste ist, was ist die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen? Was ist das Vermittlungsziel? Also was soll am Ende gelernt worden sein? Und drittens, was ist das Nutzungsszenario? Also spiele ich das zu Hause oder in der Schulklasse? Spiele ich es nur einmal, spiele ich es dauerhaft und so weiter. Ja. Und was diese Referenzbeispiele angeht, die Michael eben dargestellt hat, da ist es durchaus so, dass der überwiegende Teil für ältere SchülerInnen gemacht wurde. Das heißt eher Oberstufe, sagen wir mal minimal 9. bis 12. Klasse. Wir, bei dem Spiel, wo wir gerade dran sind, This Game is Not Over, dieses Spiel zur Radikalisierungsprävention, das geht von der Zielgruppe ab 13 Jahren los. Aber Fakt ist auch, gerade wenn es im historischen Kontext ist, ist es natürlich von Vorteil, wenn da schon ein gewisses Grundwissen oder Hintergrundwissen da ist. Bei Wendepunkte exemplarisch, das hat sich gezeigt, ist auch anschlussfähig für etwas jüngere Schüler, denn auch wenn gewisse historische Ereignisse noch nicht bekannt sind, werden sie dann über den Game-Mechanismus bekannt und bestenfalls sind die SchülerInnen dann so interessiert an dem, was sie da spielerisch erlebt haben, dass sie auch die Motivation haben, vertiefend in das
historische Thema einzutreten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage einigermaßen. Ja, dann Dankeschön. Und es ist noch eine letzte Frage zu Gamelet von Tobias Hoffmann. Und zwar sagt er, geht es um Spielziel und Lernziel zusammenbringen. Und er fragt, was für Gründe dafür oder dagegen sprechen, sich auf das Spielziel zu fokussieren, also zur Motivation und für den Spielspaß und das Lernziel nur beiläufig zu betrachten, sodass quasi beim Spielen ganz nebenbei gelernt wird. Ob das nicht attraktiver für die Nutzerinnen und Nutzer ist. Ute, soll ich anfangen? Gerne, ja. Also wenn man sich vorstellt, dass das Spielziel ist, der Prinz will die Prinzessin retten. Und ganz nebenher lerne ich Leseflüssigkeit, weil ich einfach so ein paar Aufgaben mit Leseflüssigkeit habe. Aber mein eigentliches Ziel ist, die Prinzessin zu retten und eigentlich wenig zu tun. Das kann ja funktionieren, wir sagen nicht, dass es gar nicht funktionieren kann. Aber die Gefahr ist, dass wenn diese Motivation, die Prinzessin zu retten, weg ist, dann ist auch die Motivation zu lesen weg und die Motivation, die Leseflüssigkeit zu verbessern. Deswegen scheint es uns besser zu sein, spricht einiges dafür, dass es besser ist, dass das Ziel, was ich habe in unserem Fall, ich nehme ein Audiobook auf und habe eine Audiobook-Produktion am Ende, damit habe ich tatsächlich mein Lernziel erreicht, ich kann besser sprechen und deshalb auch ein wesentliches Spielziel. Damit fallen beides zusammen und die Hoffnung ist, dass die Schüler Freude finden am Lesen und in der Verbesserung der Leseflüssigkeit. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, wenn das Wesentliche die Prinzessin retten ist, dann werden sie die Leseübung so schnell wie möglich abhaken, weil das ist nicht wichtig. Und dann werden sie sich vielleicht nicht genug vertiefen. Wir wollen, dass sie sich vertiefen. Deswegen auch dieses nicht ein einziges Spielziel, sondern mehr Play als Game im Englischen, wo ich spielerisch ausprobieren kann in bestimmten Augenblicken und mich natürlich vertiefen kann und nicht getrieben werde zum Ziel und dabei nicht wirklich tiefer lernen. Also ich glaube, das sind die Hauptgründe. Aber ja. Ute, vielleicht habe ich was vergessen. Ja. Ich würde ganz kurz noch was ergänzen. Also ich stimme dir absolut zu und Leseflüssigkeit an sich ist ein komplexes Konstrukt, auch wenn man es vielleicht ganz schnell erklären kann, aber es ist trotzdem sehr, sehr vielschichtig. Das heißt, ich kann es nicht mit einer einzigen Spielidee oder mit einem einzigen Spiel fördern. Als Gegenbeispiel dazu ist, wenn ich jetzt nur das einzelne Worterkennung fördern möchte, kurze Wörter, einzelne Wörter, dann gibt es zum Beispiel ein Spiel, das spielt sich super, das ist total motivierend. Da hat jeder eine Fliegenklatsche in der Hand und man sitzt zum Beispiel zu viert oder zu sechst um einen Tisch zusammen. Und in der Mitte liegen die einzelnen Wörter. Ja, auf Englisch she, it, they, but, go und so weiter und so fort. Und dann sage ich als Spielleiterin zum Beispiel, okay, findet but. Search but. Und dann geht's los. Dann geht es Hauen und Stechen mit diesen Fliegenklatschen. Und da merkt man, das ist genau so ein Ding, da merkt man eben nicht, was das Lernziel ist, sondern da ist das Spiel, eben so viele Fliegen wie möglich, auf denen die Wörter stehen, zu kriegen. Und das ist sehr, sehr motivierend. Aber das trägt nicht für lange. Das kann ich nicht, wenn ich einen ganzen Text schulen möchte und die Aussprache und die verschiedenen Aspekte dabei. Ja, ich hoffe, das wurde irgendwie so der Unterschied klar, ja. Aber es spricht zum Beispiel nichts dagegen, das in Gamelet zu integrieren, wenn man einzelne Wörter, und deshalb überlegen wir auch, ja, das sowas zu integrieren. Ich würde das, was Professor Jorge gesagt hat, gerne nochmal unterstützen. Also ich glaube, es ist für SpielerInnen extrem wichtig und motivierend, wenn man ein großes Ziel vor Augen hat. Also wir sagen gerne, es braucht ein Ziel larger than life. Also wir müssen hier wirklich das Gefühl haben, als SpielerInnen irgendwie die Welt retten zu können oder zumindest den kleinen Kosmos der Welt, die spielerisch aufgemacht wird. Und die Hindernisse, die es zur Erfüllung dieses Ziels zu überwinden gilt, das können dann quasi subtile Lehreinheiten oder Lernpäckchen sein,
Und wir haben dann ein genuines Interesse daran, diese Hindernisse zu überwinden, weil wir dieses große Ziel verfolgen wollen. Und dann, wenn das gut gebaut ist, kommt das, der Lerneffekt von ganz allein. Ja, vielen Dank für die Erklärungen und Beiträge. Genau, gab es noch was aus dem Chat? Das klang jetzt so, als wäre das die letzte Frage für den Blog gewesen, oder? Genau, also im Chat sind bisher keine weiteren Fragen. Alles klar. Dann können wir quasi uns mit den Fragen so ein bisschen auseinandersetzen, die ich noch für euch bereithalte. Genau, erstmal, wie gesagt, danke für die Projekte. Da waren wahnsinnig viele Aspekte dabei, die schon mal ganz gut, wie ich finde, gezeigt haben, was Digitalisierung und Spiele beziehungsweise ja überhaupt Spiele im Unterricht und in der Bildungsarbeit mit sich bringen können und wie sowas auch überhaupt konkret umgesetzt werden kann. Also es war für mich halt auch einfach sehr hilfreich zu sehen, was kann ich überhaupt konkret machen, wie kann ich sowas überhaupt umsetzen. Und ich glaube, viele, die da mit Spielen irgendwie arbeiten möchten, haben da erstmal eine Idee von bekommen. Trotzdem wollte ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen auf die Anforderungen und auf die ja im Prinzip Spannungsfelder, die sich so ein bisschen ergeben, gerade auch in Bezug auf Schule eingehen. Genau, und habe da ja einfach nochmal die Frage, welche Anforderungen quasi die Spiele mitbringen. Wir hatten das eben gerade schon in der einen Frage so ein bisschen anklingen, an die Spielenden selber. Das heißt, vielleicht auch einfach an alle, die hier quasi ihre Projekte vorgestellt haben. Genau, wie gehen die Spielenden oder die Schülerinnen und Schüler, wie gehen die mit den Spielen um, wenn sie die, denen das erste Mal begegnen? Also welche Anforderungen bringen diese Spieler an die Spielenden mit? Und genau, wie gehen Kinder da vielleicht auch mit um, wenn sie ein Spiel noch gar nicht kennen oder auch nicht wissen, wie sie das handeln sollen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Vielleicht ja. Fange ich einfach mal an. Also die Erfahrungen, die man macht, wenn man mit Spielen an Schulen geht, die sind wahnsinnig verschieden, weil die Spielerfahrung der Schüler ist extrem, Schülerinnen und Schüler ist extrem unterschiedlich. Ja? Also wir haben beispielsweise analoge Spiele an Schulen getestet, wo die Spielerinnen und Spieler noch nie ein analoges Spiel gespielt haben. Ja? Die konnten nicht würfeln, denen ist der Würfel buchstäblich vom Tisch gefallen. Die haben den durch die Gegend geschmissen. Aber das ist was man in sehr kurzer Zeit lernen kann und überhaupt keine Hürde ist, deswegen nicht zu spielen. Und was wir feststellen ist, dass in dem Moment, wo man ein Spiel auf den Tisch legt, die Schülerinnen und Schüler plötzlich komplett neu zusammengewürfelt werden. Ja? Plötzlich Leute spielerfahrener sind, die sich bisher noch gar nicht kannten und an einem Spiel sitzen und plötzlich sehr, sehr gut miteinander können und in Diskussionen geworfen wird. Also oftmals hat man so, es gibt den coolen Jungstisch und den coolen Mädchentisch so ungefähr, ja, die miteinander spielen. Und dann gibt es die irgendwie sich zusammensetzen müssen, um die Spielrunden voll zu machen. Und da finden dann die besten Spielrunden statt. Also es findet kommunikativ auf jeden Fall was Spannendes statt. Aber unabhängig von den Spielern, es ist tatsächlich eine große Hürde, sind die Lehrerinnen und Lehrer, weil die müssen Bock haben, diese Spiele in die Schule zu bringen. Das heißt, die Spiele, die wir machen, die müssen so aufbereitet sein, dass ein Lehrer, der jetzt vielleicht nicht mega spielaffin ist, trotzdem sich traut, das mitzunehmen. Und wenn man da an analoge Spiele denkt, dann ist das mitunter etwas leichter. Ja, ich nehme ein Kartenspiel und ich packe das auf den Tisch und dann spiele ich vielleicht ein Video ab, wo die Regeln erklärt werden oder ich lese die Regeln vor oder wir spielen alle gemeinsam langsam los. Wenn es allerdings sozusagen nochmal eine Hürde durch den technischen Aufwand gibt, das heißt Telefone, Leute müssen ihre eigenen Handys nutzen, die müssen eine App zum Laufen kriegen oder es müssen Leihgeräte gestartet werden, es muss genügend Telefonakku da sein, er muss selber noch übers Whiteboard eine Statistik an die Tafel werfen und so weiter, dann verlangt das von den Lehrern schon deutlich mehr ab, mehr Lust, aber auch mehr Kompetenz. Und das ist etwas, was sich sicherlich von allein in den nächsten Jahren geben wird. Das merken wir auch, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, die keine Angst davor haben und das total gern machen und sich auch gern diesen mitunter gewaltigen Aufgaben stellen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Hürde, die nicht zu unterschätzen ist. Und da müssen Lehrerinnen und Lehrer ganz schön leisten, um so eine leichte Spielrunde, ja, sollte sich auch mal leicht anfühlen, zustande zu kriegen. Ja. Genau, ich
würde da mit den Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Das war auch ein Aspekt, den ja, ich gerne nochmal an euch dann zurückgeben wollte. Nochmal an ja, genau, Frau Massler und Herrn Jürgel. Wie ist das bei euch in dem Projekt so gewesen mit den Kindern, die ihr gearbeitet habt, wo ihr jetzt auch die genau die digitalen Lernformen, die ihr vorgestellt hattet, ja, wo ihr die an die Schulen gebracht habt. Wie haben die Kinder da drauf reagiert quasi? Also wie war da eure Erfahrung mit? Also man muss jetzt dazu sagen, dass wir erst so Halbzeit in unserem Projekt haben. Mhm. Das heißt, unser Spiel ist noch gar nicht fertig. Mhm. Wir haben die Konzepte, wir haben den groben Wurf und einige Details aus einigen Missions, die wir vorher da gezeigt haben. Aber wir haben noch nicht das Spiel komplett durchspielen können. Okay. Wir hatten die Schüler bis jetzt zwar als Spieler, ja, sie haben getestet, was wir entwickelt haben, aber wir hatten sie vor allem auch als Mitentwickler, okay, als Spielmitentwickler. Das heißt, sie haben die Charaktere mitdesignt, sie haben die Spielumgebung mitdesignt, sie haben uns Rückmeldung gegeben zu den technischen Entwicklungen wie das Recording Studio, und das hat sie ungemein motiviert. Also da waren die sehr, sehr engagiert und hatten sehr gute Beiträge, hatten konkrete Vorstellungen auch, was sie selber als gutes Spiel empfinden. Und das hat uns in der Entwicklung sehr, sehr geholfen bislang. Und das werden wir auch weiter so fortführen. Und wenn ich vielleicht eine Frage stellen darf, würde mich auch interessieren, wie das der Martin und der Michael mit ihren Spielen gemacht haben. Habt ihr die auch mit Schülern, Kindern oder Jugendlichen getestet und dann weiterentwickelt? Oder wie entwickelt ihr euch eure Sachen? Ja? Ja, dazu möchte ich gerne was sagen. Und ich möchte das einbinden mit der Frage von Tobias Hoffmann, die da gerade im Chat noch auftauchte. Zunächst zu dieser Frage. Tobias Hoffmann fragt nach der initialen Motivation, die Spiele zu spielen, Thema Larger Than Life als Ziel. Tatsächlich ist es so, ich sprach davon, dass wir die Zielgruppe definieren müssen. Und in unserem Fall ist es bei etlichen Projekten so, dass die Zielgruppe ein bisschen doppeldeutig ist. Denn auf der einen Seite sind es natürlich die SchülerInnen, die das Spiel letztlich spielen und bestenfalls mögen sollen. Doch gleichzeitig, wenn wir von Spielen in und an Schule reden, sind immer die LehrerInnen, die Gatekeeper, die wir überzeugen müssen. Und so zeigte sich letztlich, dass es unerlässlich ist, die Lehrkräfte mit einzubinden und die auch davon zu überzeugen. Und das gelingt nicht zuletzt damit, auch ein Lehrmaterial dem Spiel beizulegen, was Lehrkräften, die ja oftmals nur beschränkt Zeit haben, neue Lehreinheiten auszuarbeiten, dabei hilft, möglichst einfach Lehrhäppchen zu bekommen. Also Häppchen insofern, dass man relativ schnell überblicken kann, wie viel Zeit habe ich, was ist meine Altersgruppe bzw. Zielgruppe der SchülerInnen, welches Thema behandle ich gerade im Schulunterricht und wo wäre hier ein Spiel anschlussfähig. Wenn das beantwortet werden kann, dann sind die LehrerInnen oftmals sehr motiviert, das Spiel einzusetzen, und oftmals freuen sich dann auch die SchülerInnen, selbiges zu nutzen. Jetzt nochmal zur Frage des Testings. Absolut. Also was wir immer machen und auch jedes Mal empfehlen in einer Spieleentwicklung, ist, eine Fokusgruppe zu erstellen oder bestenfalls sogar mehrere Fokusgruppen. Das könnten dann exemplarische Schulklassen sein, die eine Projektentwicklung begleiten. Und man geht dann mit den Prototypen der Spiele in regelmäßigen Abständen in die Schulklassen rein und testet das mit denen. Und das Schöne ist, dass sich die SchülerInnen dann auch sehr ernst genommen fühlen und oftmals große Lust haben, sich damit einzubringen. Und sei es, wenn es darum geht, wie sind Avatare gestaltet, wie ist hier eine Ansprache im Spiel und so weiter. Wenn es gelingt, den SchülerInnen wirklich ernsthaft das Gefühl zu vermitteln, eure Meinung zählt und wir entwickeln hier etwas für euch, dann sind die sehr dankbar und auch voll mit dabei. Und wenn ich das sagen darf, falls wir hier unter den Zuhörerinnen Lehrkräfte haben, gerne uns auch Bescheid sagen, weil wir suchen immer wieder solche Testklassen, die Lust haben, gemeinsam mit uns was zu entwickeln oder Prototypen von uns zu testen. Also
da gerne uns auch anschreiben. Da würde ich mich auch gerne anschließen. Also wenn wir dann fertig sind, suchen wir auch oder suchen wir weiterhin dann auch Klassen, die gerne mit Gamelit mal arbeiten würden. Ja. Und ich würde noch gerne eine Ergänzung machen. Wir machen Hochschulseminare mit angehenden Lehramtsstudierenden, in denen es um Gamifizierung oder Games-Based Learning geht. Und in diesen Seminaren analysieren die Studierenden anfangs erstmal Spiele, die es gibt, ja, machen da selber Erfahrungen damit und bewerten die schon so mal ein bisschen. Und dann erhalten sie einen fachdidaktischen, fachwissenschaftlichen Input und sollen für diesen Gegenstand ein eigenes Spiel entwickeln in verschiedene Richtungen, was ihnen da einfällt. Und sie entwickeln dadurch einerseits eben halt ein Verständnis dafür, wie funktionieren Spiele, wie sind die aufgebaut, aber sie lernen dadurch vor allem viel besser zu beurteilen, taugt ein Spiel überhaupt irgendwas? Also hat es die Kriterien, die du vorher genannt hast, also ist da ein Lernziel drin, wird dieses Lernziel auch erreicht, ist da eine Übung, wenn die notwendig ist, ist klar, an wen sich dieses Spiel richtet, ist es überhaupt altersgemäß, ist es inhaltlich ansprechend und so weiter. Und wir glauben nicht, dass unsere zukünftigen Lehrerinnen die Zeit haben, diese Spiele selber zu entwickeln, weil es einfach ein Wahnsinnsaufwand ist. Ja, das wisst ihr natürlich als Erste. Aber ich glaube, dass solche Seminare in der Lehrerbildung sehr wichtig sind, weil Studierende dadurch auch eben besser lernen, welche Spiele passen für meinen Unterricht, für meine Schülerinnen und Schüler und für die Lernziele, die ich vermitteln möchte. Ja. Ja, da muss ich mich einmal ganz kurz auch einhaken. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, auch selber Lehramtsstudentin bin und da auf jeden Fall ja, das so unterschreiben kann. Wenn man da selber sich einmal damit auseinandersetzt und beschäftigt hat, dann kriegt man sehr viel besser das Gefühl dafür. Das kann ich auch so unterzeichnen. Genau, ich habe noch eine abschließende Frage von mir und kann auch einmal den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, also wir haben zum Schluss noch kurz Zeit für eine letzte Fragerunde, wenn es noch was gibt, was Sie quasi den Teilnehmern hier, was Sie noch fragen möchten, dann können Sie das jetzt noch schreiben. Genau, mich würde jetzt noch interessieren, wir haben eben schon ganz viel auch über die Lehrkräfte gesprochen. Genau, auch in Bezug darauf, dass jetzt viel sich in der Digitalisierung ja zu tun scheint, interessiert mich so ein bisschen und ich formuliere das bewusst ein bisschen provokant, an alle so, müssen sich Lehrkräfte eurer Meinung nach einfach auch mehr mit dem Thema Digitalisierung befassen, müssen sie sich da mehr reinarbeiten oder geht es quasi auch in Zukunft ohne den digitalen Weg? Was würdet ihr da quasi mit Blick in die Zukunft sagen, ist das was, was Lehrkräfte auf jeden Fall mit aufnehmen müssen oder sagt er so, wer das nicht möchte, braucht das auch nicht in seinen Unterricht einbetten? Also mein Sohn pflegt immer zu sagen, ich muss gar nichts. und so sehe ich das auch. Also letztlich ist doch die Frage, wie bekomme ich meinen Inhalt, den ich vermitteln möchte, zu denjenigen Personen, denen ich es vermitteln möchte. Wenn man dazu originelle, witzige, kreative, einfache Methoden hat, dann ist das super. Und ob das jetzt ein Spiel oder ein digitales Spiel sein muss, das sei dahingestellt. Ich glaube jedoch, dass Spiel ein hervorragendes Medium ist, um genau das zu leisten. Sicherlich gibt es auch Lehrkräfte, die über andere Zauberkräfte verfügen, um das bei einem anderen Weg. Ja, ich glaube, eine Sache würde ich dazu noch erwähnen, was wichtig ist beim Spieldesign, ist so ein bisschen die Einstiegshürde. Ne? Also wie leicht kommt man in das Spiel hinein, was ich den Spielerinnen und Spielern da gebe. Und das gilt aber für jedes andere Medium auch. Ne? Ob ich jetzt einen Text gebe oder ein digitales Spiel oder ein analoges Spiel, es geht immer darum, wie gut kommen die Spieler da in dieses Ding rein und zu dem Inhalt, den ich vermitteln möchte. Und es wird auch in Zukunft natürlich immer gute
Texte geben, die auf Papier gedruckt werden, die total packend sind und die Schülerinnen und Schüler total gut in die Thematik einführen und mitnehmen, mitreißen. Aber wenn es nochmal so eine Situation wie Corona geben sollte, dann kommen wir alle nicht drum herum, uns irgendwie mit digitalen Wegen zu befassen. Und ja, ausprobieren auf jeden Fall. Und manche Lehrer müssen sich da sicherlich auch ein bisschen rein zwingen, ne? Also wir hatten jetzt gerade in der Zeit viel Kontakt zu Lehrern, die irgendwie lange schon mal wollten, irgendwie mal den digitalen Unterricht auszuprobieren und es nie gemacht haben und jetzt plötzlich gezwungen waren und über ein Wochenende hinweg das Ganze probieren mussten und jetzt total froh sind, dass sie es probiert haben. Für manche Schüler funktioniert das sehr, sehr gut, aber damit es für alle Schülerinnen und Schüler funktioniert und dann niemand abgehangen wird, muss da sicherlich auch noch viel reingedacht werden. Und allein deswegen ist es gut, dass viele Lehrer das ausprobieren und da ein bisschen Input geben, wie man sinnvoll digital Unterricht gestalten kann, Inhalte vermitteln kann. Also ich von Studien weiß ich, dass Lehramtsstudierende generell wenig Technik und digitale Medien affin sind. Also dass da eine recht große Hürde bei sehr vielen, einem sehr großen Anteil besteht. Das heißt, diese ganzen Studierenden wurden jetzt auch ins kalte Wasser geworfen. Auch ihnen ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche passiert wie den Schülern. Die mussten jetzt auch auf einmal alle online lernen. Und ich denke, diese Erfahrungen, die sie da gemacht haben, die werden nicht ohne Konsequenzen bleiben, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube aber, dass es die Digitalisierung und die Art und Weise, wie wir mit Hilfe der Digitalisierung unterrichten und lernen können, eine zusätzliche Bereicherung ist für die Wege, die wir haben bislang. Und das ist, wie jemand von euch vorher schon meinte, es ist nicht für jeden der ideale Weg, aber es führt vielleicht dazu, dass verschiedene Lerner und Lernerinnen besser bedient werden oder besser lernen können, so wie sie wollen. Dass eine größere Freiheit in die Schule vielleicht einziehen kann, wie Lernstoff vermittelt oder wie Lernstoff rezipiert wird. Werden Aspekte diskutiert, wie vielleicht könnte man einen Tag einrichten in der Woche, in der ein Schüler entscheiden kann, dass er zu Hause lernt. Ja, weil er das während Corona sehr gut machen konnte und sehr viel gelernt hat in dieser Zeit. Und das sind jetzt alles Impulse, die in einer geballten Menge auf uns zugeflossen sind jetzt in den letzten Monaten. Und da wird sich jetzt zeigen, was davon bleibt, ja. Aber ich habe ganz am Anfang von meiner Promotion bin ich dem Satz begegnet, Technology is here to stay. Also sie wird nicht weggehen, sie bleibt da und sie wird weiter expandieren und der Einfluss wird immer größer und die Möglichkeiten, die wir damit haben, werden auch immer größer. Ja. Allein wie sich unsere verteilte Arbeit gestaltet hat in den letzten Monaten, das hätte man, selbst wenn man vorher ständig geskypt hat, nicht für möglich gehalten. Also ich sehe auch sehr, sehr viel Positives darin und ja, ich glaube, dass kein Lehrkraft darum kommt, sich mit der Technik zu beschäftigen, zu einem größeren oder zu einem kleineren Umfang, ja. Der Sportlehrer wird es anders machen müssen als die Deutschlehrerin oder der Geschichtslehrer, ja, wie auch immer das ist, ja. Okay. Im Chat schrieb noch Silke Inselmann, dass es ja auch um den technischen Support an den Schulen geht. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben vor einiger Zeit mal Lehrerfortbildungen an Schulen gemacht über den Einsatz von Spielen im Geschichtsunterricht. Und da war es schon ganz erheblich, der Unterschied zwischen den einzelnen Schulen. Da waren manche Schulen, die waren bessere Universitäten, wo man das Gefühl hatte, dass wirklich alles picobello und alles auf höchstem Niveau. Und andere Schulen, da war man froh, wenn man, keine Ahnung, Strom und fließend Wasser hatte. Also ich übertreibe, aber ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, dass da die Lehrkräfte natürlich auch immer nur unter den Rahmenbedingungen operieren können, die ihnen die jeweiligen Schulen bieten. Ja, klar. Okay. Habt ihr zu der letzten Frage noch Input? Ich möchte niemanden da quasi übergehen. Ja, wenn das nicht der Fall ist. Ich
bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Eindrücke, für die Beispiele, die wir heute gesehen haben und auch für die Meinungen zum Schluss, die ich von euch hören durfte. Ich denke, dass wir einen ganz guten Einblick gegeben haben in das Feld, wie Digitalisierung quasi stattfinden kann, wie Spiele in Schule und generell im Bereich auch politische Arbeit oder historische Inhalte, wie Spiele dort eingesetzt werden können. Ich würde jetzt einmal kurz hören, ob es abschließend noch Fragen gibt aus dem Publikum. Vielleicht einmal kurzes Feedback von Julia. Neue Fragen sind bisher nicht gekommen und alle alten wurden bisher beantwortet. Also. Alles klar. Super. Dann, wie gesagt, herzlichen Dank für den, für das Hiersein, für das Teilnehmen. Und dann verabschiede ich mich aus Hamburg quasi und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenso. Schön, dass wir dabei sein durften. Tschüss aus Berlin. Ja, vielen Dank. Tschüss aus Kamp-Lindfort. War eine Freude. Bis dann. Tschüss.